Wenn wir Sportdokus drehen mit Profisportlern, da ist auch ganz wichtig, dass man Vertrauen zu ihnen aufbaut und sachte vorgeht. Machen Sie die Kamera aus! Da kommt natürlich auch darauf an, wie viele Drehtage du hast. Beim FC Red Bull Salzburg, wo wir die 6 Monate begleiten, da musst du nicht am ersten Drehtag alles wollen. Da musst du auch nicht mit der Weitwinkelkamera sofort in der Kabine die in die Fresse halten oder im Bus sofort hintergehen und eine Frage stellen. So, dann sagen die dem Teambetreuer oder dem Chefcoach, boah, weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der Typ hier ist. Und dann fliegst du wieder raus. Am Anfang, wenn ich in so Sportmannschaften komme. Hallo! Egal, ob es jetzt beim Eishockey war oder Fußball oder Basketball oder Volleyball, halte ich zurück und am ersten Drehtag hast du eher die lange Linse dabei und filmst aus der Ecke mit einem Teleobjektiv mit 70-200 und vielleicht noch mit so einem Doppler und hast dann quasi 400 mm und schaust dir mal alles an, schaust dir auch die Abläufe an, schaust dir an, wie ist eigentlich die Struktur in dem Team und wer macht was wann und da hilft es natürlich auch. Also ich hatte früher, also ich habe lange Fußball gespielt im Verein. Das war früher näher. Das war hier letztes Mal. Jetzt hast du hier geschossen. Und dadurch weiß ich auch, wie es so in der Kabine ein bisschen abgeht. So, das ist nämlich im Endeffekt ist das Gleiche, ob jetzt Profifußball oder Kinderfußball oder Amateurfußball. Es gibt halt den Spaßvogel und den ruhigeren und den Kämpfer und den Introvertierten und den stilleren, der eigentlich gar nicht still ist, nur gerade still wirkt. So. Und wenn du die so ein bisschen beobachtest oder der eine ist vorm Spiel komplett locker und macht sich die Haare und macht noch Witze in die Kamera und der andere ist halt krass fokussiert und dem brauchst du nicht zu nahe kommen. Ich hab gedacht, Meeting ist und ich hab's verpasst. Unser Physio, der quatscht mich immer voll. Denn die Austin-Birken hat immer seinen Helm so vor sich liegen. Wenn du den berühren würdest, dann der wird ausrasten. Also der ist so voll fokussiert. Du darfst in die Rituale halt nicht eingreifen. So. Aber wenn du am Anfang sie kennenlernst, also ich versuche dann immer quasi zu den Ältesten zu gehen oder wenn die mal in der Gruppe zusammen sind, wo der Captain dabei ist oder so oder der Spielerrat. Also ich hole jetzt nicht zusammen und sage, Jungs, kommt mal her, sondern irgendwie ergibt sich ja immer die Situation und dann erkläre ich denen nochmal so, wer ich eigentlich bin, was ich so mache und was ich will und dass ich denen quasi nicht, dass ich sie nicht in die Pfanne hauen will, sondern dass ich für sie da bin und du kannst ja trotzdem da eine kritischere Doku machen, so. Aber die müssen halt wissen, weil sie geben schon ja so Intimität preis, die müssen ja schon wissen, dass sie dir vertrauen können und dass du nicht dann die Aussagen so gegen sie verwendest oder dem Cheftrainer dann was erzählst, wenn du im Bus was gehört hast und andersrum auch nicht so. Das wollen die auch, also wer will das schon so. Das musst du einfach klar machen, dass es nicht so ist. Und dann, wenn so Besprechungen sind und so, du darfst halt nicht laut sein, du darfst dann nicht durch einen Raum quergehend, komplett laut oder so, dass der Trainer abgelenkt wird oder die Spieler oder bleib immer zurück. Und es gibt irgendwann kommen dann trotzdem die Momente, wo du halt da mittendrin bist. Und dann kannst du auch ganz nah mit der Kamera ran an die. Dann stört es dir ja nicht, weil irgendwann bist du quasi so Teil des Teams. Und dann akzeptieren die das. Ob du jetzt ein Betreuer bist, der ein Tablet in der Hand hat und die Leistungsdaten checkt oder ein Betreuer mit einer Trinkflasche. Dann gibt es ja Integrationsbeauftragte oder Übersetzer und Assistenztrainer und vielleicht noch der Sportdirektor. Und es sind ja so viele Menschen da um so ein Sportteam und so ein Profisportteam rum. Da fällt es dann auch nicht mehr auf, wenn einer dabei ist, der eine kleine Kamera in der Hand hat. Also vor allem darfst du ja nicht so eine fette Kamera, am besten noch mit Kopflicht. Und dann gehst du da mal so rein, dann haben die ja keinen Bock drauf. So eine kleine Kamera aus der Hüfte schießen, unauffällig. Laufen lassen, ein bisschen auf den Monitor schauen, ein bisschen Schärfe machen, ein bisschen da. Dann kriegst du coole Momente und dann ist ganz wichtig, dass die halt was von dir sehen, dass die Footage sehen, was du gedreht hast. Das muss relativ schnell passieren, weil dann vertrauen sie dir so richtig. Logo. Weil wenn die sehen, was du draus machst, ich nehme jetzt mal an, das ist dann gut, dann sehen die das und dann haben die ja voll Bock drauf. Und dann sieht das ihre Freundin oder die Mama im Ausland und dann denken sie, boah, cool. Wenn der Output gut ist und dann sehen die, dass du eine Berechtigung hast, dass du Mehrwert bringst. Dann kannst du immer dabei sein, kannst immer filmen. Also beim ersten Drehtag mit RB Leipzig zum Beispiel,
Da kamen die an im Trainingslager. Ich kannte noch gar keinen. Und dann ist es so gewesen, dass die an der Rezeption halt ihre Hotelkarten gekriegt haben. Dann habe ich so drauf gelurrt, oh, vierter Stock. Dann habe ich sie gesehen, wie sie in den Aufzug reingehen. Das habe ich gefilmt. Dann bin ich hochgesprintet. Vierter Stock, habe mich da hingestellt, am Boden gelegt oder so. Und dann kamen sie halt raus so. Dann konnte ich quasi diese Ankunft gut filmen. Und in dem Moment, dass ich halt schnell reagiere. Dann haben die mich so gesehen. Dann habe ich die Kamera so auf die Hüfte genommen und bin ihnen halt so ein bisschen trottelmäßig hinterhergegangen. Und dann haben die so geschaut und so, oh, wow, das ist eine Kamera, cool, mach mal ein Foto und so. Dann habe ich halt ein Foto von denen gemacht und dann habe ich das denen gleich geschickt. Der wollte halt, habe mir dann halt seine Nummer gegeben, habe ich das schnell geschickt und dann haben die was bekommen dafür. Die hatten sofort quasi einen Mehrwert davon, dass ich da bin. Das ist ja dann so ein Geben und Nehmen mit den Spielern oder mit den Athleten. So, du bist ja für sie da, also sie agieren ja auch für dich dann manchmal und dann musst du da halt auch liefern, wenn sie was von dir wollen. Aber auf jeden Fall war das Wichtige halt einfach, dass es halt ganz coole Fotos waren. Und dann haben sie die bekommen und haben halt dann in dem Moment gesehen, ist ja cool, wenn der da ist und Fotos für uns macht. Das Team hinter dem Team ist immer ganz wichtig. Du kannst über die Physios, über die Assistenztrainer, aber auch über den Cheftrainer, kommt auf den Typ drauf an. Aber das sind so wichtige Menschen, weil die so in die Mannschaft reinhorchen und die quatschen und tauschen sich so oft mit den Spielern auch aus. Wenn die halt auch sagen, ja, ist ein ganz, ganz cooler Typ oder so. Weil die reden ja dann drüber. Du kommst ja rein in so ein Team von, was ich, 30, 40 Leuten mit Betreuern und so und du bist halt der Neue. Und über die Neuen wird halt dann mal geredet. Und wenn die halt auch ein gutes Gefühl haben, dann wirst du halt viel schneller akzeptiert und dann bist du auch drin. Und wie gesagt, die dürfen dich im Idealfall nehmen, die dich nicht wahr als Kameramann, sondern halt als, in meinem Fall, als Nepomuk. Looking good, huh? Wenn du die Kamera eben auch nicht vor dem Gesicht hast, sondern hier, dann hast du ein Gesicht, dann hast du Augenkontakt und dann kannst du mit denen kommunizieren. Und wenn es nur so ein Servus ist oder was auch immer, wenn du so rumläufst, dann bist du ein anonymes Ding. Dann ist es der Kameramann halt so. Und wenn du die Kamera unten hältst, also A, hast du ein cooleres Bild. Es schaut cooler aus von untersichtig bei der Doku, so in meinen Augen. Und B, hast du halt im Augenkontakt zu den Menschen und kannst mit denen halt eine Beziehung angehen und Vertrauen aufbauen. Das ist der Junk-Rabatteur. Das ist stark. Dann ganz engen, oh, das ist super. Ich muss noch viel lernen. Wer braucht sonst einen Krawattenknoten? Also wir Sportler eigentlich selten, muss ich sagen. Nur so wirst du dann Teil des Teams und voll akzeptiert. Und nur wenn du Teil des Teams wirklich bist, kriegst du halt auch die Momente, wenn es drauf ankommt. Oder die geben dir halt auch Interviews oder so O-Töne zwischendurch. This was the moment I treasured when I was a kid. I would play in the street, you know. Barefoot or? Barefoot, of course. Yeah, of course, barefoot. You cannot use anything. By then, we didn't even know that there are some boots. Am Anfang ist es auch immer so gewesen bisher. Am Anfang heißt es immer, wir müssen das mit der Presseabteilung absprechen und frag genau danach und der teilt dich dann ein. Und wenn dann die Kommunikationsabteilung merkt, dass die Spieler und dass du und die eh nicht nervst und die es eh cool finden, die haben eh genug zu tun. Die sind dann ganz froh, wenn sie sich gar nicht so krass drum kümmern müssen. Und dann hieß es am Ende auch, ja, frag, mach selber. So. Und dann kannst du ihn auch selber fragen, was er heute Abend macht. Hier beim Haaland, ob wir zum Friseur gehen können am Samstag. Ja, klar, und logisch, cool. Und dann nehmen die dich mit, dann bekommst du dadurch halt viel coolere Bilder und viel coolere Einblicke, als wenn du quasi der Kameramann bist, wo sie gar nicht wissen, für was oder was der macht. The quality is good. From the camera? Film, so I can see. The camera is perfect. The other way. Film me like this, so I can see. Okay. Das war ganz schön schwer, gell? Wenn du intime Aussagen möchtest, wenn du intime Interviews führen willst, dann reduziere das Team aufs Nötigste. So. Also wenn da 20 Leute zuschauen und 3 Kunden und 4 von der Agentur und so, dann wird da nicht viel kommen, weil wer öffnet sich da gerne so der ganzen Öffentlichkeit, auch wenn Kameras dabei sind. Also versucht das auf, im Idealfall auf 1:1 oder maximal 2:1 machen. Und dann auch hilft es natürlich auch, wenn du ein bisschen Zeit hast. Wobei ich dann immer denke, oh, ich stehle denen zu viel Zeit und ich muss zum Punkt kommen und so. Und
könnte man eigentlich vorher halt eine Zeit ausmachen, wie lange wollen wir es machen. Wobei, wenn du das fragst, dann haben sie immer Angst. Oh. Also in der Mehrzahl geben die halt Interviews, die sie selber nicht interessieren, weil es einfach sich oft so wiederholt. Und wenn die halt merken, dass es ein nettes Gespräch ist, dann reden die auch gerne und dann erzählen sie auch was. Und das muss man halt irgendwie schaffen, so eine Atmosphäre, wo sich jeder wohlfühlt und wo man sich ein bisschen austauscht. Wenn der Drehtag vorbei ist, also ganz wichtig ist, dass du am Drehort noch 2 Backups machst. Backup bedeutet immer, dass die Festplatte an einem anderen Ort ist als die andere, weil sonst ist es kein Backup. Also der eine nimmt die eine Festplatte, der andere nimmt die Backup-Platte und vielleicht noch ein dritter hat die Karten oder die Karten sind beim Equipment oder so. Das musst du am Drehort noch machen, weil sonst ist ein Fehler oder es passiert was oder sie gehen verloren und dann ist alles weg. Und so ein Drehtag, also A, kann es teuer sein, B, verlierst du die Reputation und C, ist es brutal nervig. Das ist wichtig und dann halt auch Equipment checken. Du wirst immer wahrscheinlich einen Objektivdeckel vermissen und der ist meistens in der linken hinteren Hosentasche. Also wir haben erst einen Objektivdeckel verloren in 20 Jahren. Keine Ahnung, wo der ist. Aber die anderen kamen alle wieder. Okay, und meine Aufgabe jetzt ist ein bisschen geschmackiger, aber du planst ein Projekt, bereitest es vor mit allem drum und dran, mit diesen ganzen Listen und Gedöns. Und du hast einen Drehtag Zeit und maximal 4 Schnitttage, sagen wir. Oder 3, wie du möchtest. Und es kann sein, was du magst. So. Such dir irgendwas aus. Aber dreh und schneide und nur so wirst du besser. Und an alle Profis, die jetzt zuhören, mach einen Tag frei und nochmal 3 Tage. Schaut geil aus. Ich sag dir, was ist denn du? Du bist ein Turkula. Au.